Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ein Spiel, was ich an sich wahnsinnig gerne spiele, es sei denn, es kommt wieder so ein beschissener Zwischenboss. Beziehungsweise es ist ja immer der gleiche, es ist nicht nur so einer. Deswegen hoffe ich mal ganz inständig, dass jetzt... Moment, bin ich nicht von hier gekommen? Genau, meine ich doch, von da bin ich gekommen. Deswegen hoffe ich mal ganz inständig, dass wir keine Begegnung der ekligen, nervigen Art diesmal haben werden. Es ist irgendwo da draußen, so viel ist klar. Verdammt, die Tatsache, dass ich hier schreibe und nicht sabbernd in irgendeiner Ecke liege, ist Beweis genug dafür. Ich muss ihn nur finden. Schon lustig. Ich wollte immer, durchgestrichen, alleine der Einzige sein. Jetzt glaube ich langsam, dass es nie wirklich zwei von uns gab. Vielleicht waren wir immer nur zwei Seiten derselben Münze. Wie dem auch sei, ich brauche ihn. Ich brauche mich, um sie zu retten. Das ist jetzt der Vater geschrieben. Ich wollte ja eigentlich keine Spekulationen mehr machen, aber... Heute hat sie Geburtstag, 27.02. An diesen Tag muss ich immer daran zurückdenken, als ich sie zum ersten Mal sah. Diese wunderbare kleine Kreatur. Ich hätte damals alles gegeben, um ihr Vater zu sein, um diesen anderen Teil von mir verstummen zu lassen. Und jetzt will ich ihn um jeden Preis zurück, um ihr zu helfen, um sie zu retten. Ich glaube, ich habe endlich einen Weg gefunden. Er ist riskant, aber das ist unsere einzige Chance. Wenn es nicht funktioniert... Nein, es wird funktionieren. Das muss es. Okay. Hat ja schon sehr viel so Resident Evil-mäßiges hier, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Gut, so diese Schockeffekte, dass irgendwo so ein Viech rausspringt, einen anspringt oder was weiß ich, das bleibt zum Glück hier eher aus. Also das ist wirklich mehr so auf Psycho gemacht. Finde ich persönlich sehr geil. Und ist wesentlich angenehmer und vor allen Dingen auch mal was anderes als ja diese 0815 Sachen normalerweise. Da muss doch irgend... Ach so! Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt, ich Idiot. Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No. We were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it, but it came anyway. Oh, Lily. Mhm. Da kann ich durch. Schauen wir erstmal hier. Daddy? Where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Mm-hmm. Hier sonst noch irgendwas? Vorne war jetzt nichts, ne? Ne, da war nichts. Und vielleicht noch... da ist noch was. Spritze. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her?
Okay. Was haben wir denn hier? Sie ist krank, aber es ist nicht körperlich. Ich hatte recht. In dieser furchtbaren Nacht. Etwas ist damals erwacht. Etwas wurde geboren. In ihr. Es frisst sie von innen auf. Zerrt von ihrer Kraft. Ihr kleiner Körper verkümmert. Ich muss etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass das alles seine Notizen sind. Ich weiß jetzt nicht, wann die Mutter... Ich glaube, sie ist ja gestorben oder verschwunden. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Was ist denn hier vorne mit dem X? Achso, das war der Schuh. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier durch. Okay. Jesus, this thing is serious. Looks like it's military. Solid steel. Combination lock. Ja, aber ein ziemlich kaputtes Schloss, ne? Hätte ja sein können. Moment, wann hatte sie Geburtstag? 27. oder 28.02.? Ich gebe erstmal 28.02. ein. Okay, dann vielleicht 27.02. Auch nicht, ne? Ja, wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Aber ich gehe trotzdem vorsichtshalber nochmal kurz nachgucken. Ach, beziehungsweise, nee, Moment. Eine andere Krankheit. 27.02., ja. Okay. Also 27.02. habe ich jetzt gerade ausprobiert. Das funktioniert nicht. Wir kommen hier aber auch nicht weiter. Okay. Habe ich das denn richtig eingetippt? Aber ich habe es doch richtig eingetippt, oder? Na. 27. Weiter. Was ist denn mit 0227? Keine Ahnung. Ah. Ich dachte jetzt vielleicht wegen den komischen Amis, die machen das ja irgendwie so seltsam. Oh, Moment. 169. 1, 6 und 9 kann man sehen, dass die benutzt worden sind. Aber das gibt jetzt endlose Kombinationen. 1, 1, 6, 9. Keine Ahnung. Ich meine, ich kann jetzt, wie gesagt, alle Kombinationen ausprobieren. Ich kann es aber auch sein lassen. Woher soll ich das denn wissen? Ich meine, ich weiß ja nicht, worauf das bezogen ist. Keine Ahnung. Aber es sind wirklich nur diese drei Zahlen. 1, 6 und 9. Eins, sechs und neun. 9 Uhr. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob hier irgendwo ein Hinweis drauf wäre. Also wir sollen uns jetzt aber nicht jetzt noch
überlegen, beziehungsweise wir sollen das jetzt aber nicht mehr wissen, wann wir jetzt selber geboren sind oder irgendwie sowas, oder? Also, das wäre jetzt Postkarten des Hausmeisters, Fotos. Das kann ich mir. Oder Moment, bei den Gegenständen? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Da ist nur ein Name drauf, aber. Kann man denn irgendwas eventuell oben in den Zimmern finden oder so? Also normalerweise, wenn wir irgendwas brauchen, ändert sich ja in der Umgebung hier öfter schon mal was. Moment, wo bin ich jetzt hergekommen? Oder kann ich da noch rein? Ach, hier kann ich noch rein. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Gucken wir erstmal hier. But I can still make out some of it. Rechnung, Frage der Zeit. 1976 könnte es vielleicht sein, aber es sind aber nur die Tasten 1, 6, 9 drin. Mal erstmal hier. A lot of love was put into this. But there's sadness too. Okay. Schönen Jahrestag, 10 Jahre, wie die Zeit vergeht. Hier ist eine Kleinigkeit, damit du sie nicht aus den Augen verlierst. Ich liebe dich, du Dummkopf. Okay, 1976. Das hier hat mich jetzt nicht wirklich beeindruckt gerade. Ich suche ja immer noch den Code hier. Also könnten wir mal ausprobieren. Eigentlich dürfte das nicht funktionieren, weil halt eben nur die 3 Tasten ja, abgenutzt sind, benutzt sind. Keine Ahnung. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. 1976, nee, geht auch nicht. Nee, oder? Someone's used this door recently. Was it you, Thomas? Okay, anscheinend doch nicht. Ich dachte jetzt schon, hier ist irgendwie ein Hinweis drin oder irgendwas. Da hätte ich jetzt aber echt. Boah. 169. Tja. Wie gesagt, da gibt es jetzt mega viele Kombinationen. Also da ich jetzt hier im Moment überhaupt nicht weiß, was das jetzt für eine Kombination ist. Da irgendwie. Nee, das eine ist aber nicht drin, oder? 1, 6, 9. Nee, da unten kann ich auch nicht hin. Ja, ja, das ist mir schon klar. Nee, da ich überhaupt nicht weiß, welche Kombination das ist, tendiere ich schon fast dazu, dass ich, ehrlich gesagt, mehr oder weniger wahllos, also nicht wahllos, aber mit einem speziellen System natürlich, alles einfach mal ausprobiere. Ja, und euch dann gleich wieder hinzuschalte, weil ich absolut keine Ahnung habe, was das jetzt sein soll und ich hier auch nichts habe,
wodurch man was herausfinden kann. Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, das könnten wir vorher noch mal eben machen, dass wir irgendwie doch noch mal nach oben müssen und da noch mal gucken. Also da war jetzt nichts anderes drin. Hier ist soweit auch nichts. In der Geisterwelt sieht man hier nichts. Nein, geh mal links hoch. Nein, renn doch einfach mal weiter. Ach, da komme ich gar nicht mehr hoch. Oh. Ja, geil. Ja, dann würde ich schon fast sagen, dass mir tatsächlich nichts anderes mehr übrig bleibt, als einfach mal die Kombinationen auszuprobieren. Mit 1, 6, 9. Weil ich sonst absolut nicht weiß. Na, daran kann es auch nicht liegen. Ich sonst absolut nicht weiß, wo man diese Kombination noch herkriegen sollte. Deswegen sage ich mal einfach, dass ich euch dann gleich hinzuschalte. Ja, wenn es entweder geklappt hat mit der Kombination oder ich total am Verzweifeln bin. Eins von beiden. Bis gleich. Eins, sechs, sechs, neun. Eins, neun, sechs, sechs. Nein, ne? Ja, ihr Lieben, ich habe es dann letztendlich nach, keine Ahnung, gefühlt 100 Kombinationen doch noch geschafft. 1966 habe ich, glaube ich, gerade eingegeben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ihr habt es ja jetzt sicher gerade gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Zahl ist, was sie bedeutet oder nicht bedeutet. Aber naja, sie war es offensichtlich. Okay. Oh oh. Oh nein, nicht schon wieder. Komm. Not you. What will it take to get rid of that fucking thing? F dich. Oh. Okay. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht irgendwie rein. Ja. Ich muss hier gerade erstmal durchatmen. Weil damit habe ich jetzt gerade nicht gedacht, dass wir einen Code eingeben müssen, um dann mal wieder auf diese scheiß Mistvieh zu treffen. Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Sie würden nicht verstehen. Sie könnten mir nicht vergeben. Aber sie sind sicher. Das ist alles, was zählt. Trennung. Das ist der einzige Weg. Okay. Das hört sich so danach an, als ob der irgendwie vorgemacht hat, dass irgendjemand gestorben ist. Oder den müssen wir wahrscheinlich zum Laufen bringen hier. Rechts rum, wo wir vermutlich jetzt nicht durchkommen. Ja, es war ja klar. Beziehungsweise theoretisch kämen wir da schon durch. Eben schnell gucken. So viel Zeit haben wir nämlich auch nicht. Da müssen wir durch. Oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Der Weg ist so lang, das ist nicht gut. Oh, wir sind schon ganz ausgelaugt hier. Das ist gar kein gutes Zeichen gerade. Oh, komm. Lauf, lauf, lauf.
Funktioniert das? Ich glaube ja, ne? Aber muss ich das... Weiß ich nicht, muss ich das hier machen? Das hört sich gut an, oder? ich habe doch keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Also die Tür, die kriegen wir wohl nicht auf. Aber hier läuft anscheinend irgendwas. Ich hoffe, nicht wieder dieser scheiß Boss. Some sort of a fallout shelter? Okay. Machen wir das denn? Ich verstehe bis heute noch nicht, was der Quatsch mit der Haut eigentlich soll, aber... Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Okay. Ach so, Moment. Doch, hier komme ich rein. Da hinten komme ich theoretisch auch rum. Das hört sich hier gerade gar nicht gut an, irgendwie. There. That looks like a way out. But it's half underwater. Okay. Also wirklich wie bei Resident Evil. da hinten leuchtete gerade was. Ich muss immer auf beide Welten schauen. Das ist so... Oh, das macht mich total kirre. Moment, hier ist was. Ah, okay, da konnte ich jetzt nochmal was nehmen. Das muss aber jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein. Okay. Kann ich da irgendwas machen? Nee, ne? Das scheint hier... Weiß ich nicht. Ist das überschwemmt? Sind das Spinnenweben? Ja, es ist Wasser, oder? Das ist nicht gut. Okay. Dann... Gehen wir mal... Moment, wo gehen wir denn am besten? Damit ich mich jetzt hier nicht auch noch verlaufe... Sagen, wir gehen jetzt immer einen Weg weiter. Gehen wir mal ab hier. Okay, hier gibt es jetzt auch wieder verschiedene Varianten. Das ist nicht gut. Ja, haben wir verstanden. Haben wir, Moment, hä? Das ist doch jetzt... Ist das nicht das Gleiche? Hier können wir runter, aber das Wasser, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ist nicht das Gleiche. Okay. East Chamber. Oh, hier kriege ich einen Stromschlag, so wie es aussieht. Geil. Ich weiß nicht, ob ich das... Achso, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Maybe I could pump out the water from here. Ah! Okay, also ich bin scheinbar da, wo ich hin muss. Das ist schon mal gut. Ist das ein Nebenraum? Hallo? Okay. Ob das jetzt so gut ist, dass ich da die Tür aufgemacht habe, weiß ich aber nicht. Okay. Als wir zum ersten Mal über das Gelände stolperten, dachten wir, dass es sich nur um einen alten deutschen Bunker handelte. Ein paar Korridore, vielleicht ein paar alte Vorräte. Nach 2 Wochen Ausgrabungen wussten wir, dass das alte Schnauzbärtchen große Pläne für diesen Ort gehabt haben musste. Upp, das war etwas schnell. Ein ganzes System von unterirdischen Tunneln, Stahlbetonwänden, das komplette Programm. Er wollte sich wohl einen kleinen Rückzugsort im Wald bauen, falls die ganze Sache mit der Herrenrasse nicht klappen sollte. Die Roten taten, was sie am besten konnten. Sie rissen es sich unter den Nagel. Sie wollten es in einen vollwertigen Atombunker umwandeln. Brachten sogar das Stromnetz zum Laufen. Aber weiter sind sie nicht gekommen, bevor der Traum von Niva in die Hose ging. Zu meinem Glück war die ganze Sache streng geheim.
Und ich habe dafür gesorgt, dass es auch so blieb. Soweit ich weiß, starben die meisten Menschen, die davon wussten, bei dem Massaker. Ich würde es nicht gerade einen Silberstreif nennen, aber trotzdem. Hallo, nicht selbstständig machen. Wenn etwas schief geht, haben wir einen Ort, an dem wir uns verstecken könnten. Okay. Ist wahrscheinlich jetzt nur... Ich dachte jetzt, ich kriege hier eine Anleitung, was ich jetzt hier machen soll, aber... Habe ich wohl mal wieder falsch gedacht. Was ist das hier? Okay. Let's get a lay of the land. East Chamber, Tank 2, Wolf. Ich habe doch keine Ahnung davon. Ich habe ja auch keine Ahnung, wo das jetzt überflutet war. Was hat geklappt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Shit. Looks like both retention tanks are closed off. Maybe I could get down there and open them manually. Das war jetzt wahrscheinlich falsch, ne? Also die will ja eigentlich, dass ich erstmal woanders hingehe. Also West Chamber weiß ich jetzt nicht. Ich kann jetzt beides halb-halb machen und das dann in die zentrale Wasserpumpe. Aber ist das jetzt richtig? Muss ich jetzt den East Chamber oder den West Chamber? Also im East Chamber, glaube ich, war ich eben. Okay, jetzt wird's kompliziert. Oje, oje. West Chamber ist davor. Der Kontrollraum, da sind wir jetzt drin. Ach so, okay. Also wenn wir jetzt wieder zurückgehen. Und sie hatte doch gesagt, dass sie... Ich glaube, da standen wir im West Chamber, dass das teils überflutet ist und dass das der Ausweg ist, oder? Also würde ich mal behaupten, ich habe keine Ahnung, dass wir den West Chamber jetzt von mir aus erstmal überfluten können. Okay. I can probably get to the first tank now. Okay. Naughty girl. Bitch! Ungrateful. Not for me. Not for me. Where would you be? What would you be? Burnt, charred, scorched, dead. You owe me! Ist er jetzt da, wo wir hinwollen? Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass wir dann mal einen kleinen Cut machen. Und jetzt kommt der Mist hier auch noch. Okay, also, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt genau eigentlich machen sollen. Deswegen würde ich jetzt mal einfach sagen, ich hoffe, dass mir jetzt gerade nichts passiert, weil ich ihn gerade höre. Ich mache mal vorsichtshalber auf Pause. Deshalb würde ich mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich befürchte, dass sonst die Folge wieder wahnsinnig in die Länge gezogen wird. Und dass wir uns dann gleich, beziehungsweise in der nächsten Folge zur, ja, hoffentlich Auflösung des Ganzen hier wiedersehen. Und wir den ganzen Kram mit den Tanks dann hoffentlich in der Folge hinter uns bringen. Und sehr schön wäre auch, wenn wir dieses Mistvieh dann auch endlich mal endgültig hinter uns lassen könnten. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao!